Einen schönen guten Morgen zusammen. Herzlich willkommen hier in der Eckalmbahn. Ja, heute geht's auf die Eckalm hoch und auf zwei Gipfel noch, auf zwei weitere Gipfel. Ja, ich wollte eigentlich ursprünglich die ganze Runde gefahren sein. Gefahren ist auch gut. Gegangen sein, aber ich lasse es dann doch mal besser bleiben. Die haben auch wieder für heute Nachmittag Gewitter angesagt. Gestern Nachmittag konnte ich leider nicht mehr filmen, weil Gewitter kam. Richtig. Und es war ein heftiges Gewitter. Und ja, dann musste ich dann meine Hände unter das Bein legen und losrennen. Das war es gewesen, mein Gott. Und ja, deswegen gehe ich heute mal kein Risiko ein und mache heute mal gemütlich. Da hinten stauen sich schon die Wolken wieder an den Berge. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und ja, deswegen geht es heute mit der Bahn hoch und auch runter. Und über die zwei Gipfel. Wir werden bis zu den Torseen gehen. Das ist ja schön da oben, da machen wir dann Mittag, machen wir mal ein Päuschen, gehen da oben ein bisschen rum. Und ja, da müssen wir natürlich den selben Weg wieder runter. Ich denke für 14 Euro, für 13 Euro nur für hoch und den 1 Euro mehr für runter. Da kann man nichts falsch machen. So, und jetzt kriege ich hier heftiges Ohrensausen. Und dann sage ich bis nachher, bis wir oben sind. Da hinten, wo die ganzen Leute lang gehen. Geht's hoch. Boah. Ja, es ist schon eine brutale Steigung hier hoch. Zusammen mit diesem Split kommt es nicht vorwärts. Furchtbar. So anstrengend, als ob du am Strand in den Sand läufst und dann nur steilbergab hoch, so wie hier. Dazu noch. Oh. Dann machst du drei, vier Schritte und zwei wieder zurück, du. Ätzend. So. Kriegen wir jetzt ein Gewicht hier. Nehmen wir den. Ersten merken Angriff. Dahinter geht es runter und dann auf dem zweiten Berg. Ich denke, wenn wir da oben sind, dann kann man den zweiten Berg auch schon sehen. Ja, wollen wir mal sehen. Ne? Alpenrosen blühen nicht mehr. Das ist jetzt auch ein bisschen zu spät schon.
Aber dafür jetzt Eriken, die es hier hat an dem Hang. So, jetzt sieht man mein Ziel der Begierde. Und ich war da hinten die Flanke hoch, jeder Zickzack da hoch, bis da oben hin. Und dann dahinter sind die Torseen. Und jetzt müssen wir es mal hier bis oben hin. Oh, ich bin so platt von gestern. Ich kann nicht garantieren, dass ich das packe. Oh, oh, da geht es jetzt hoch. Ich packe jetzt aber die Kamera weg. Also das ist hier viel Geröll und Schotter. Da brauche ich noch nicht mehr. Für den Stumpf ist da auch schon gewaltig. Ja, den Berg haben wir jetzt überwunden da hinten. Ja, ganz ohne geht's hier oben eh nicht. So, jetzt sieht man hier auch, wo es runter geht, also Serpentin und dann nachher da wieder auf dem Grat hier hinten so zurück. Und da sind die meisten, da geht es nachher da runter zur Bahn. Also, das ist dann, hier nachher wird es heftiger. Gucken, dass ich nicht ausrutsche, weil hier mit den Steinen ist das schon nicht so ohne. Aber ihr sollt ja mal ein bisschen mitkommen können, zumindest zeitweilig, weil nachher wird es sich eh nicht mehr viel ausgehen, weil dann sind so viele Leute da. Hier gehen nicht sehr viele hoch, nicht alle hoch zumindest. Und da hat man hier schon ein bisschen mehr Ruhe. Das sind dann die typischen Bergwege hier. Ja, da oben sieht man noch ein bisschen einen Zipfel von dem Gipfelkreuz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell hier oben bin, aber so schnell bist du doch wieder unten. In 2 Stunden denke ich, das ist eine gute Zeit. Wollen wir heute einen gemütlichen machen und nicht immer so viel. Gehen wir gemütlich runter nachher. Und dann kehren wir da unten in der Alm wahrscheinlich noch ein und trinken und essen uns irgendwie was. Und dann haben wir einen schönen Tag verlebt. Ja. Also bis später mal. Der Weg geht jetzt hier so weiter. Trotz des Eincremens merke ich, dass die Sonne an den Beinen schon brennt. Ja, so ist das. Ich verabschiede mich hiermit auch schon. Da im Land geht, wo man kann nicht schon noch verstehen. Da ist jetzt da. Da ist jetzt da im Land geht, wo ich hergekommen bin. Ja, der Föhn, der ist jetzt einmal mehr lebendig hier.
gar nicht, ob man überhaupt jetzt mich versteht. Ich drehe mich jetzt einmal rum. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, dann gucken wir mal die nächste Wanderung. Ja, so Wetter soll umschlagen. Vielleicht kriegen wir morgen noch was gemacht. Ansonsten sage ich